Hi Leute! Ja, also worum es in diesem Video geht, habt ihr ja nun hinlänglich gesehen. Um es euch nochmal genau zu zeigen, dieser Name dürfte bekannter sein als der. Alexandra Maria Lara kennen wir aus Produktionen wie Wo ist Fred? Was nicht passt, wird passend gemacht und natürlich Der Untergang. Der Name hier oben drüber, wo ich mich jetzt bemühe, ihn richtig auszusprechen, ist Valentin Platarianu. Und das ist ihr Vater. Auch ein bekannter Schauspieler, allerdings eher in Bukarest, wiewohl er auch in deutschen Produktionen mitgespielt hat. Er ist auch der Gründer der Schauspielschule Charlottenburg. Und dieses und vieles andere mehr erfährt man unter anderem in diesem Buch. Es geht darum nicht hauptsächlich um Alexandra Maria Lara, sondern es ist auch die Lebensgeschichte von Valentin Platarianu, der erzählt, wie er groß geworden ist in Rumänien und wie langsam die Zustände immer schlechter wurden, was Freunden, Bekannten und Nachbarn zugestoßen ist, auch zum Teil seiner Familie zugestoßen und wie furchtbar es unter dem Ceausescu-Regime war. Dabei wird das Ganze in einem, ja, ich möchte fast sagen, Plauderton erzählt, was die Geschehnisse allerdings nicht belangloser werden lässt, sondern noch viel intensiver darstellt. Und er hat auch immer so kleine Sätze so zwischendrin und Szenen, die man vielleicht normalerweise gar nicht dafür brauchen würde, die aber in dem Falle das Ganze sehr lebendig gestalten. Ich kann ja mal ein paar Beispiele geben vielleicht. Bevor ich die Beispiele nenne, möchte ich euch eigentlich nur noch kurz sagen, was mich im Grunde so ein bisschen mit der ganzen Sache verbindet. Die Mutter von Alexandra Maria Lara, Doina Platarianu, ist ganz lange Jahre eine Kollegin meines Liebsten gewesen. Und er hat auch von ihr ein Autogramm bekommen, die Mutter natürlich auch sehr, sehr stolz auf ihre Tochter ist. Und auch das kommt in dem Buch eigentlich wunderbar raus. Und die Familie ist 1983 in den Westen geflüchtet, nach West-Berlin direkt. Unter anderem, um ihrer Tochter ein Leben in Freiheit zu ermöglichen, weil die halt zum Teil sowas erlebt haben, dass sie ihrer Tochter nicht mal ein Stück Brot kaufen konnten, weil sie von woanders kamen sozusagen, woanders gewohnt haben, in Ferien waren oder also ein bisschen raus wollten aus der Stadt. Und da hieß es, nee, sie bekommen nichts, sie wohnen ja woanders. Und diese ganzen Geschichten mit der Enteignung und dass Leute umgebracht wurden oder verschleppt wurden, wird alles wirklich sehr, sehr feinfühlig erzählt. Ich mag dieses Buch tatsächlich sehr und kann euch das eigentlich nur empfehlen, weil man eben viel, viel auch über die Schauspielerin erfährt, aber auch über den Vater als Schauspieler, den Vater als Theaterdirektor, die Verantwortung, die er da hatte, was er alles angestellt hat, um überhaupt Schauspieler werden zu können, weil ihm da viele Steine in den Weg gelegt wurden. Also wer sich für Schauspieler interessiert, wer sich für Lebensgeschichten interessiert, das ist also wirklich ein Buch, was ja von allem etwas hat und das finde ich gar nicht so schlecht. Am Anfang lernen wir ein bisschen was darüber, wie es ihm ergeht, auf dem Weg selber Schauspieler zu werden. Er hat am Anfang gerne mal Hitler imitiert, was bei seinen Klassenkameraden ganz gut ankam. Allerdings bei den anwesenden Österreichern zum Teil nicht. Aber dann nimmt er privaten Schauspielunterricht und geht auf eine Schauspielschule. Eines Abends kommt meine Mutter in mein Zimmer, als ich gerade dabei bin, ein Gedicht zu rezitieren. Darin geht es um eine Schlange, die einen Falken beobachtet. Diese wiederum steht auf einem hohen Felsen mit einem gebrochenen Flügel und schwärmt davon, wie herrlich es war, sich in die Luft zu erheben, die Flügel auszubreiten und sich vom Wind tragen zu lassen. Ein letztes Mal will ich dieses wunderbare Gefühl erleben, ruft der Falke. Die Schlange, die ihm zugehört hat, wird neugierig und möchte es ebenfalls versuchen. Als der Falke sich in den Abgrund stürzt, kriecht sie bis zum Rande des Felsens, blickt nach unten und stellt fest, dass all das doch nichts für sie ist.
Ich habe den sterbenden Falken gerade eben mit größter Inbrunst gespielt und krieche nun auf dem Boden, um mich vorsichtig zum Abgrund zu nähern, als sich die Tür öffnet. Aber Valentin, was tust du denn da? Fragt meine Mutter entsetzt. Ich bin eine Schlange, das sieht man doch, antworte ich etwas unwirsch, weil ich mich über die Störung ärgere. Ach so, eine Schlange, verstehe, Entschuldigung, sagt sie und zieht sich zurück. Meine Eltern begreifen nicht ganz, was es bedeutet, ein Schauspieler zu werden. Oft staunen sie über meine Begeisterung, wenn ich ihnen von den Proben erzähle, und manchmal fragen sie, ob ich ihnen was vorführen wolle. Das möchte ich aber nicht. Früher habe ich aus Spaß Menschen imitiert, inzwischen sind meine Ansprüche an mich selbst jedoch gewachsen. Ich mag nicht mehr jemanden nachmachen, bloß um Leute zu unterhalten, sondern muss diese Person erst gründlich studieren und ihr Wesen erfassen. Wenn jemand hinkt und stottert, dann frage ich mich, welche Brüche in seinem Leben dazu geführt haben und wie er mit seinen Schwächen umgeht. Nachdem die Familie Platareanu beispielsweise beschlossen hat, Rumänien endgültig den Rücken zu kehren, was allen nicht leicht fällt, weil sie vieles haben, was sie da bindet, wollen sie so ein paar Sachen retten, weil sie genau wissen, wenn sie ausziehen, die Sachen in ihrem Haus, die werden beschlagnahmt von dem Regime. Wir möchten noch einen besonders großen und wertvollen Teppich retten. Doina und ich rollen das gute Stück eines Abends zusammen und tragen es mit vereinten Kräften die Treppe hinunter. Gegenüber von uns wohnt der Schweizer Botschafter und der Polizist, der Tag und Nacht vor der Villa steht, grüßt uns immer sehr freundlich. Wir haben beschlossen, eine Art Komödie darzubieten, in die wir ihn einbeziehen. Genosse, rufe ich, als wir mit unserer Last auf die Straße treten. Können Sie uns vielleicht helfen, diesen schweren Teppich auf dem Autodach zu befestigen? Es ist furchtbar, bei uns sickert Regenwasser durch die Decke, klagt Doina. Fühlen Sie nur mal hier, die Ecke ist ganz nass geworden. Wie schade um das gute Stück, meint der Polizist. Wird denn das Dach nicht repariert? Naja, man hat es uns versprochen und angeblich kommen die Arbeiter, während wir weg sind. Ich fahre erst auf Tournee und danach in Urlaub ans Schwarze Meer, gebe ich ihm bereitwillig Auskunft. Wie schön, meint er, und was machen Sie mit dem Teppich? Wir fahren ihn zu meinen Eltern, sagt Doina. Ich möchte nicht auch noch, dass er bei den Bauarbeiten dreckig wird. Der Polizist hilft mir, den Teppich auf dem Dachgepäckträger meines Wagens zu heben und ihn zu befestigen. Wir bedanken uns herzlich und plaudern noch ein paar Takte mit ihm über den schlechten Zustand unseres Hauses. Dann fahren wir los. Wenn man dieses Buch liest oder wenn man auch einfach nur darüber nachdenkt, wie es vor der Wende in den Ostblockländern aussah, weiß, dass die beiden und natürlich ihre Tochter auch ein ziemlich großes Risiko eingegangen sind bei allem, was sie getan haben. Und man kann dann auch nachvollziehen, wie sie sich gefühlt haben auf dem Weg bis Berlin, bis sie dann endlich angekommen waren. Und auch da haben sie sich immer noch nicht sicher gefühlt, weil die Securitate auch im Ausland durchaus tätig war. Um das alles verstehen zu können, warum man sein Land verlässt, auch wenn einen da so viel verbindet. Wie gesagt, ist das ein super Buch, um sowas nachvollziehen zu können. Und es ist, wie gesagt, wie ich finde, sehr schön geschrieben. Es ist im Kindler Verlag erschienen und kostet, das müsste ich jetzt noch wissen, steht hier natürlich wieder mal auf keinen Fall. Das schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Und da kann ich auch den Link reingeben, wo ihr es dann bestellen könnt. Ich habe es selber auch bestellt. Ja, es ist auch ein Vorwort von Alexandra Maria Lara drin. Ihr werdet erfahren, warum sie eigentlich Lara sich hinten nennt. Und was ich auch sehr schön fand, ist so der letzte Teil, als der Valentin schreibt, wie er seinen 70. Geburtstag mit einer Überraschungsparty in Klärchens Ballhaus feiert, die seine Familie für ihn organisiert hat. Und er wünscht sich einfach, dass er alle Projekte, die er im Leben noch so vorhat, mit demselben Glück umsetzen kann, was er bisher hatte. Und ich muss sagen, als ich das Buch zu Ende gelesen habe, war ich fast so ein bisschen traurig, weil ich finde das so toll, wenn Leute in dem Alter mit über 70 noch Pläne haben und noch über so vieles nachdenken, was sie in ihrem Leben noch erreichen wollen, weil es ja leider viele Menschen gibt, die in dem Alter mit dem Leben schon innerlich abgeschlossen haben. Ja,
das ist mein Buchtipp für heute. Ich kann euch verraten, dass ich demnächst eine CD-Review vorhabe. Das ist mal etwas Ungewöhnlicheres. Das werdet ihr vermutlich alle noch nicht kennen. Dann steht ein Frisuren-Tutorial nochmal auf dem Plan. Über das Exposé wollte ich mit euch ja sprechen. Und ich habe eine Fotoempfehlung. Das muss ich allerdings noch drehen, muss ich gucken, wann ich dafür Zeit habe. Mein letztes, genau, und vielleicht was Sportliches. Dafür muss ich aber noch was besorgen. Da weiß ich noch nicht, ob ich das bekomme. Also ihr dürft wieder gespannt sein, was sonst noch alles kommt. Dieses Video war jetzt, wie ich gerade feststelle, ein bisschen ernster als das, was ihr sonst bei mir gewohnt seid. Oder gewöhnt, egal. Ja, wenn ihr meine nächsten Videos nicht verpassen wollt, klickt einfach da, halt da, oben auf Abonnieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, beziehungsweise könnt auf YouTube sehen, wenn ein neues Video von mir kommt. Und dann, ja, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss!